Herzlich willkommen in mein Glücksenergie am 9. August 2017. Wen beschenkt Fortuna heute? Und welchem Lebensbereich haben wir Glück? Das sind die Tierkreiszeichen Fischengeborenen. Besonders die 21., 22. geborenen Fischengeborenen, aber das wirkt auch für die, wo Ende Februar geboren sind. Also, die sind die Glückskinder des Tages. Und in welchen Lebensbereich haben diese Fischengeborenen Glück heute? Das sind die Liebe, Partnerschaft. Aber dieses Glück sollte man auch wahrnehmen. Und was hindert uns dabei, dass Fortuna wirken kann, das möchte ich beschreiben. Also wichtig ist ein Wechsel. Also für die Fischengeborenen, besonders die, wo Ende Februar geboren sind, ist wichtig in die Liebe, Partnerschaft ein Wechsel. Über die Grenzen zu gehen, über die eigenen Grenzen. Bei einer oder anderen ist vielleicht wichtig, die Vergangenheit abschließen oder eine Trennung oder ein Neuanfang, aber kann auch ein Wechsel sein in bestehenden Partnerschaft. Und wie erreichen die Fischengeborenen das? Und wie wirkt dann dieses Glück, wenn sie zu sich selbst stehen und Kraft zeigen, auch in die Liebe Partnerschaft, wenn sie sich selbst verwirklichen und verwöhnen lassen? Wichtig ist auch die Sexualität zulassen und die Sexualität leben. Aber auch Überraschungen sind auch erwartet, Geschenke. Und diese Geschenke sollten die Fischengeborenen auch annehmen. Dann bahnt sich etwas an. Das ist das große Glück gerade, dass die Fortuna die Fischengeborenen beschenkt in den heutigen Tag. Wie wirkt das an die einzelnen Tierkreiszeichen? Und speziell bei den einzelnen Horoskopen, da ist vielleicht nicht der heutige Tag das Glückstag, aber das kann man berechnen. Und das natürlich kann ich anbieten, euch anbieten, solche Glückstage zum Berechnen und auch in welchem Lebensbereich wirkt Fortuna. Dann kann man einen Plan aufstellen und auf solchen Bestellungen freue ich mich natürlich auch. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.